Herr Abgeordneter Jörg Leichtfried, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundespräsident, geschätzte Damen und Herren der Bundesregierung, geschätzte Damen und Herren, die heute zusehen. 100 Tage Verhandlungen und wir diskutieren heute das Ergebnis dieser Verhandlungen. Und es hat, muss man offen sagen, große Erwartungen gegeben, große Erwartungen, dass diese Ungerechtigkeiten der schwarz-blauen Regierung nicht fortgesetzt werden. Und Herr Kickl, wenn Sie vorher angemerkt haben, wie beseelt die Grünen jetzt da sitzen, ja, vor 2 Jahren sind Sie so beseelt da gesessen und jetzt schauen Sie ziemlich traurig aus in Ihren Reihen. Also das muss man schon einmal anmerken. Die Erwartungen waren groß, ja, Ende der Missachtung des Parlamentarismus, Ende der Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit, Ende des bewussten Angriffs auf die Demokratie, ja, und auch die Chance auf mehr Klimagerechtigkeit, auf mehr Kampf gegen die Klimakrise. Und wenn man jetzt das Ergebnis der Verhandlungen ansieht, drängt sich mir zumindest persönlich einmal ein Eindruck auf. Es regiert der Herr Kurz mit sich selbst, mit seinen Freunden und seinen Weggefährten. Und es wird eigentlich der Weg von Schwarz-Blau in vielen Bereichen, und da gebe ich sogar dem Herrn Kickl recht, fortgesetzt. Und ich frage Sie, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, ist es gerecht, dass jetzt scheinbar sofort, und der Herr Klubobmann Wöginger hat das ja auch in der Kronenzeitung sehr plakativ gesagt, jetzt sind einmal wir dran, hat er gesagt, der Herr Wöginger, ist es gerecht, dass sofort die Körperschaftssteuer gesenkt wird? Ist es gerecht, dass Aktienspekulationen billiger werden? Ist es gerecht, dass der Spitzensteuersatz nicht weiter fortgeführt wird? Und ist es gerecht, dass allein aus diesen Titeln heraus mehr als 2 Milliarden Euro Körperlgeld für die Superreichen im Regierungsprogramm festgeschrieben, für die, die ihr Geld arbeiten lassen und nicht für die, die hart für Geld arbeiten müssen, geschätzte Damen und Herren? Und was ist mit jenen, die hart für ihr Geld arbeiten müssen? Was ist mit jemandem, der vor 45 Jahren mit 15 begonnen hat, in einer Zementfabrik zu arbeiten? Der zuerst die 50 Kilo Zementsäcke schleppen musste und jetzt die 25 Kilo Zementsäcke nicht mehr schleppen kann. Und der endlich in Pension gehen kann mit der Hacklerpension. Ist es gerecht, dass Sie jetzt darüber nachdenken, diese Hacklerpension zu streichen? Nein, das ist vollkommen ungerecht, geschätzte Damen und Herren. Und Herr Sozialminister, ich appelliere an Sie, tun Sie Ihr Möglichstes, dass die Menschen, die 45 Jahre lang Zementsäcke schleppen müssen, in Pension gehen können. Das ist ja wohl das Mindeste für diese Menschen, geschätzte Damen und Herren. Aber ich möchte nicht nur Kritik üben, nein, im Gegenteil. Ich finde, es sind schon Dinge auch in diesem Programm, die wir durchaus unterstützen werden, massiv unterstützen werden. Verkehrspolitik. Frau Bundesministerin, herzliche Gratulation zu den Dingen, die Sie eingebracht haben. Wir selbst waren auch die, die gemeint haben, wir brauchen ein österreichweites Ticket. Ja, wir waren auch für die Nahverkehrsmilliarde. Das sind gute Projekte, da werden wir Sie unterstützen. Was mir schon etwas fehlt, ist der Güterverkehr auf der anderen Seite. Warum keine Lkw-Maut endlich, um vielleicht auch zur Gegenfinanzierung beizutragen? Weil diese Gegenfinanzierung für die Verkehrsprojekte, die Sie angedacht haben, die wird bitter nötig sein. Jetzt fehlen schon 2 Milliarden aufgrund der Geschenke an die Superreichen. Jetzt hat der Herr Wöginger in seiner Rede klar gesagt, Sie wollen an der schwarzen Null festhalten. Aber dann frage ich mich schon, wo kommt das Geld her? Noch dazu, wo kommt das Geld her, wenn die Schalthebeln für die Finanzierung allein bei der ÖVP liegen? Und man muss offen sagen, die ÖVP hat bis heute kein Interesse, je Interesse an nachhaltigem öffentlichen Verkehr gezeigt. Die ÖVP hat noch nie Interesse an der Verlagerung von der Straße an die Schiene gehabt. Und die ÖVP hat auch im Kampf gegen die Klimakrise kein Interesse gezeigt. Wir wollen Ihnen da helfen, wir wollen Sie stärken und wir hoffen, Sie werden sich in diesen Fragen gegen die ÖVP durchsetzen, geschätzte Damen und Herren von den Grünen. Aber es ist
Es ist ja nicht so, dass nur die finanzielle Macht geballt bei der ÖVP liegt. Es ist auch so, und das hat eine zweite große Hoffnung gegeben, und da geht es um die Grund- und Freiheitsrechte in Österreich, die ja bei Schwarz-Blau massiv angegriffen wurden. Und jetzt ist das passiert, das erste Mal in der Zweiten Republik, dass alle Sicherheitsministerien, alle Ministerien, die Streitkräfte und die Polizei unter sich vereint haben, gemeinsam mit dem Bundeskanzler bei einer Partei konzentriert sind. Geschätzte Damen und Herren, da fehlen mir die in einer funktionierenden Demokratie wichtigen Systeme von Check and Balances. Das war ein Fehler, den Sie da gemacht haben. Das ist nicht gut für die demokratiepolitische Entwicklung unseres Landes, so viel bewaffnete Macht in einer Hand zu vereinen, geschätzte Damen und Herren. Das halten wir für schlecht. Und wir halten es insbesondere deshalb auch für schlecht. Und Sie nicht aufregen, ich bin nachher da sehr sachlich, bleiben wir sachlich. Ich halte es insbesondere deshalb für schlecht, weil plötzlich wieder was auftaucht. Und das, muss ich Ihnen sagen, hat mich von dieser Bundesregierung wahrscheinlich am meisten enttäuscht. Die Zombie-Idee des Herbert Kickl, er hat selbst erwähnt, von der Willkürhaft. Sowas brauchen wir in unserem Land nicht. Wir haben, geschätzte Damen und Herren, für Menschen, gegen die ein Verdacht besteht, die Untersuchungshaft. Wir haben für Menschen, die was verbrochen haben und verurteilt worden sind, die Strafhaft. Wir haben für Menschen, die abgeschoben werden, die Schubhaft. Und diese Willkürhaft wäre eine Haft für Unschuldige, gegen die kein Verdacht besteht. Und so etwas ist in Österreich vollkommen inakzeptabel, geschätzte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, Sie haben mit diesem Programm einige Menschen enttäuscht. Aber im Sinne des neuen Geistes, der schon einige Male angesprochen wurde, strecken wir unsere Hände aus, um als kritische, konstruktive Opposition mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das bedeutet natürlich Zusammenarbeit, die von beiden gewollt ist. Das bieten wir an, weil ich glaube, das braucht unser Land auch dringend, um diese Spaltung, die der Vizekanzler angesprochen hat, zu überwinden. Und ich muss eines offen sagen, das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, das habe ich als abscheulich empfunden. Diese Hetze gegen die neue Justizministerin, diese Drohungen, diese Gewalt, die da angedroht wurde. Und es hat eine Journalistin auf Twitter, die Frau Oliveira Steitsch, sehr gut dargestellt, wo das wirkliche Problem liegt. Die Frau Zadic ist nicht für ihre Politik bedroht und kritisiert worden. Die Frau Zadic ist für ihren Namen, für ihre Herkunft und für ihre angebliche Religion kritisiert worden. Und das, und dafür müssen wir gemeinsam sorgen, hat in unserem Land keinen Millimeter Platz, geschätzte Damen und Herren. Nach dem stellvertretenden Clubobmann der SPÖ kommt nun die stellvertretende Generalsekretärin der ÖVP, die Burgenländerin Gabi Schwarz, zu Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, werte Mitglieder der Bundesregierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich möchte gleich an das anschließen, was Kollege Leichtfried gesagt hat. Ja, das geht nicht an. Es geht aber auch nicht an Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus. Ich verurteile wirklich auf das Heftigste die Angriffe gegen Alma Sadic, unsere Justizministerin. Ich verurteile genauso den Vergleich unseres Bundeskanzlers mit Hitlers. Das geht nicht. Mein Appell an alle, lassen Sie das bleiben.
Und jetzt zum Regierungsprogramm und zur Entstehung. Ich weiß nicht, wie Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, das zu Hause handhaben, im Betrieb, in der Schule, wenn es darum geht, gemeinsame Ziele zu entwerfen, zu entwickeln und dorthin zu gelangen. Da werden Standpunkte dargelegt, da wird diskutiert, mehr oder weniger heftig, mehr oder weniger lang. Wir haben das alles erlebt. Aber letztendlich steht am Ende das Ziel, nämlich dass alle Beteiligten mit dem Ergebnis, mit der Lösung gut leben können. Diesen Weg geht man am besten mit einem klaren Kopf, mit einem geraden Rücken und mit einem offenen Herz. Und ich denke, das hat sowohl die Neue Volkspartei als auch die Grünen in diesem Prozess gemacht. Wir sind gemeinsam diesen Weg gegangen. Wir haben das Gemeinsame vor das Trennende gestellt. Wir wissen, wie unterschiedlich Vorstellungen sein können und wie wichtig es ist, diese Vorstellung jedem zu lassen, ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen, ohne dass man sich verbiegen muss. Mich hat eine Journalistin gefragt, ob ich jemals das Gefühl hatte während der Verhandlungen, es könnte platzen. Gerade dort, wo ich mitverhandelt habe, im Bereich Gesundheit und Pflege, hatte ich das nicht. Das war eine Begegnung mit größter Wertschätzung und mit Toleranz. Und ich denke, dass wir mit dem Ergebnis im Regierungsprogramm gerade dieses Gebiet betreffend höchst zufrieden sein können. Was mich immer wieder erstaunt, fast reflexartig, kommen dann kaum, liegt das Regierungsprogramm mit seinen 326 Seiten auf dem Tisch. Reflexartig wird da mal gesudert, was das Zeug hält. Dieser Destruktivismus ist verzichtbar. Da wird darüber diskutiert, was alles schlecht ist und wer wen, warum, wann über den Tisch gezogen hat. Schauen Sie doch einmal darauf hin, was uns da alles gelungen ist und was uns in den kommenden 5 Jahren gemeinsam gelingen wird. Das hielt ich für wesentlich sinnvoller. Und glauben Sie mir, ich finde es dann besonders erstaunlich, wenn diese Zurufe und Buhrufe aus den Reihen derjenigen kommen, die genügend eigene Baustellen hatten, um die sie sich kümmern sollten und die verzweifelt nach einem Haar in der Suppe suchen, wo eigentlich gar keines ist. Aber ich verstehe schon, Ablenkungsmanöver sind immer einfacher, als sich mit den eigenen Problemen auseinanderzusetzen. Ich habe vor einigen Tagen eine Kolumne von Guido Tattarotti gelesen, die sehr genau das umschreibt, was wir gemeinsam gemacht haben. Da heißt es, die Diskussionskultur in Österreich, wenn man die betrachtet, ist anderer Meinung sein bei uns eine dreiste Zumutung und nicht als Erweiterung des Denkspektrums. Und dass insofern die neue Regierung ein spannendes wie unerhörtes Projekt sei, der Versuch, aus zwei völlig unterschiedlichen Denkwelten mit den Mitteln der Vernunft und der Gelassenheit zu guten Ergebnissen zu kommen. Die aufgeregten, teils wütenden Reaktionen geäußert in sozialen Medien werfen die Frage auf, ist das überhaupt erlaubt? Ich sage, es ist nicht nur erlaubt, sondern es ist der beste Weg für Österreich, Verantwortung zu übernehmen und Österreicherinnen und Österreichern noch besseres Leben zu ermöglichen. Diese Regierung ist ein Novum. Es ist Pionierarbeit, die hier geleistet wird. Es ist das erste Mal und einzigartig in Europa, dass Christdemokraten und Grüne gemeinsam eine Bundesregierung bilden. Und das mediale Echo auf diese Zusammenarbeit ist gewaltig und durchaus positiv. Es würde wirklich helfen, den Menschen draußen das zu vermitteln, was wir wollen, nämlich gemeinsam zu arbeiten statt zu streiten. Und deswegen appelliere ich an alle und ich hoffe, dass dieser Appell nicht ungehört verhallt. Ich wünsche mir weniger Empörung und mehr Empathie. Ich wünsche mir weniger Rage und mehr Respekt. Ich wünsche mir weniger Hinhauen und mehr Hinhören. Und ich wünsche mir weniger Wut und mehr Wertschätzung. Wir als Neue Volkspartei werden gemeinsam mit den Grünen diesen Weg gehen. Denn ich glaube, es ist besser, wir gehören zu den Bessermachern als zu den Besserwissern. Gabi Schwarz von der ÖVP wünscht sich weniger Empörung. Wir werden gleich sehen, ob ihr Wunsch bei der nächsten Rednerin auf fruchtbarem Boden fällt. Die nächste ist Dagmar Bilakovic von den Freiheitlichen. Ja. Danke, Frau Präsidentin, werte Damen und Herren auf der Regierungsbank, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher. Was wir heute hier haben, ist eigentlich eine Diskussion über das neue Regierungsprogramm. Aber was wir heute hier auch schon erlebt haben, das war sozusagen der Beginn dieses grün-schwarzen, schwarz-grünen Metternich'schen Überwachungsstaates. Wenn sich der Präsident dieses Hauses hier herstellt, einen Ordnungsruf an den Klubobmann Kickl verteilt, dafür, dass er aus einem Gerichtsurteil
zitiert, dann stellt man sich halt schon auch die Frage, ob dieser Präsident nicht ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Es erging nämlich am 4. Mai 1998 ein Gericht im Namen des Volkes. Und im Namen des Volkes kann man, ist das DÖF in Wahrheit zu nennen, als Privatstasi, als kommunistische Terrororganisation oder auch als gesinnungsterroristische Kampagne gegen das angebliche Umfeld des Rechtsextremismus wird durch das DÖF wiederbelebt und dabei ein Klima des Gesinnungs- und Meinungsterrors geschaffen. Und das Gericht hält hier ausdrücklich fest, dass es hier straflose Werturteile sind, die tatsächlich vorhandene und beweisbare Situationen wiedergeben, meine Damen und Herren. Und dieses DÖF, meine Damen und Herren, von ÖVP und Grünen, dieses DÖF, das ist sozusagen jetzt Ihr Bindeglied. Das ist das Einzige, was Sie jetzt aufwerten. Das ist nämlich das, was Sie beide hier zusammenhält. Der Kampf gegen die rechte Zivilgesellschaft, weil viel anderes findet sich in Ihrem Regierungsprogramm in Wahrheit ohnehin nicht, außer ein paar lauwarmen Ankündigungen. Und da sage ich Ihnen ehrlich, da würde ich mir schon auch eine Entschuldigung vom Präsidenten Sobotka erwarten. Das können Sie ihm bitte ausrichten. Aber jetzt zu den lauwarmen Ankündigungen in Ihrem Regierungsprogramm. Ein Regierungsprogramm der Reichen für Reiche. Und es ist auch gar nicht so ungewöhnlich, dass sich hier Schwarz und Grün gefunden haben, weil sie machen beide Politik für Wohlhabende. Weil wo kommt denn der typische Grüne her? Meistens jung, gut gebildet, aus dem bürgerlichen Elternhaus kommend, in guten Wohngegenden lebend. Und das spiegelt sich hier auch ganz genau wieder in diesem Regierungsprogramm. Ein Regierungsprogramm, wo man vergeblich sucht, dass es Maßnahmen gibt, möglicherweise für Arbeitnehmer, tatsächlich Entlastung für Kleinstverdiener. Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit der Einkommenssteuer. Über 2,5 Millionen Arbeitnehmer in dem Land zahlen gar keine Einkommenssteuer, weil sie eben so wenig verdienen. Was machen Sie denn für diese Gruppe? Genau gar nichts machen Sie für diese Gruppe. Oder eine Reform beim AMS, man sucht sie vergeblich. Sie werden weiterhin irgendwelche Sinnloskurse anbieten, jetzt wahrscheinlich noch vermehrt, damit die NGOs der Grünen und die sozioökonomischen Betriebe der Grünen auch wirklich die Auftragslage voll haben. Das ist Ihre Politik, die Sie machen, das sind die Zugeständnisse, die Sie haben an die Grünen. Das sucht man umsonst. Man sucht auch umsonst ein Wort zur Mindestsicherung. Es steht nichts drinnen. Es wären verpflichtet gewesen, die Länder mit 1. Oktober die Ausführungsgesetze umzusetzen. Wien ist bis heute säumig. Bis heute ist in Wien nichts geschehen, die Verbesserungen im neuen Mindestsicherung, im neuen Sozialhilfegesetz nicht umgesetzt. Hier ist in Wahrheit der neue Sozialminister gefordert. In dem Zusammenhang möchte ich auch einen Entschließungsantrag einbringen. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz und der Bundeskanzler werden ersucht, mit den einzelnen Landesregierungen unverzüglich Kontakt aufzunehmen und diese auf die unverzügliche Umsetzung des § 10 des Sozialhilfegrundsatzgesetzes in allen nicht durch das VfGH erkenntnisbehobenen Teilen hinzuweisen und deren Einhaltung einzumahnen. Die Bundesregierung wird ersucht, hinsichtlich der durch den VfGH beanstandenden degressiven Staffelung für Kinderzuschläge, dem Arbeitsqualifizierungsbonus und der Sozialhilfestatistik eine der ständigen Spruchpraxis des VfGH entsprechende verfassungskonforme Regierungsvorlage dem Nationalrat zuzuleiten. Stattdessen finden sich im Programm im Bereich Pflege eine neue Versicherung, eine Pflegeversicherung. Niemand weiß, was diese Pflegeversicherung abdecken wird. Möglicherweise kriegen wir sogar noch eine neue Sozialversicherungsanstalt dann obendrauf, damit noch ein paar Schwarze versorgt werden können. Das ist die Politik, die Sie hier machen. Und das ist eine Politik der Belastung für die Menschen in diesem Land, eine Politik, die alles teurer machen wird. Aber stattdessen, statt dass Sie sich kümmern darum, dass Sie unsere eigene Bevölkerung wieder vermehrt in den Arbeitsprozess finden, Sie wissen, die Arbeitslosigkeit steigt, die Wirtschaftsdaten gehen hinunter. Stattdessen ist die einzige Antwort, die Sie haben, die Asylwerber wollen wir weiter in die Leere bringen. Das ist Ihre Antwort, das ist Ihre Politik und das ist ein Weg, der für die Bürgerinnen und für die Bürger dieses Landes ein schlechter Weg ist, ein Weg, den wir ablehnen und den wir auch nicht mitgehen wollen, meine Damen und Herren, und der auch ein Fehlweg ist, ein fehlgeleiteter. Sie machen die Lehre weiterhin inattraktiv. Sie wollen die Hackler-Regelung abschaffen. Ja, jemand, der mit 15 beginnt zu arbeiten, ist ja dann massivst benachteiligt. Der kann dann arbeiten 50 Jahre und länger nach Ihrem System.
Das ist doch nicht gerecht, das ist nicht fair und damit werden Sie auch nicht die Leute, die Österreicherinnen und Österreicher, die Jungen in die Lehre bringen. Die Lehre wird nicht mehr attraktiv, wenn Sie solche Maßnahmen setzen. Anstatt jenen, die viel geleistet haben in ihrem Leben, jenen, die 45 Jahre gearbeitet haben, auch es zu gönnen, einmal in den Ruhestand zu gehen, auch das, was Sie Ihr ganzes Leben einbezahlt haben, einmal genießen zu dürfen. Stattdessen reden Sie davon, die Hackler-Regelung muss abgeschafft werden. Ist ja zu teuer, kostet ja vielleicht 100 Millionen im Jahr, können wir uns alles nicht leisten. Pensionserhöhung können wir uns alles nicht leisten. Leisten können wir uns nur die ungezügelte Zuwanderung. Und das sind die falschen Schwerpunkte, meine Damen und Herren, von dieser Bundesregierung. Und ich habe sehr genau zugehört dem Herrn Bundeskanzler, auch dem Klubobmann Wöginger, weil Sie ja so großartig gesprochen haben, Sie haben den restriktiven Ausländerkurs. Das Einzige, was von beiden übereinstimmend gekommen ist, wir wollen jetzt wieder weiterhin die Außengrenzen schützen und in den Herkunftsstaaten unterstützen. Wie haben Sie einmal weggelassen? Das hören die Österreicherinnen und Österreicher seit 2015 und wir wissen, dass es nicht funktioniert. Es werden die Außengrenzen eben nicht ausreichend geschützt. Daran wird auch die neue Bundesregierung nichts ändern können, weil wie soll sie es denn auch können? Also wie wollen Sie denn dann eine restriktive Ausländerzuwanderungspolitik überhaupt garantieren? Das können Sie nicht. Es findet sich in diesem gesamten Gesetz überhaupt nicht eine einzige Maßnahme, die heute schon vorbereitend wirkt. Bauliche Maßnahmen, die heute schon gesetzt werden müssen, vorbereitet werden müssen, damit im Fall des Falles es überhaupt möglich ist, hier nationale Grenzen zu schützen und der ungezügelten Zuwanderung eine Bremse vorzuschieben. Nichts davon findet sich. Das heißt, es sind wortleere, lauwarme Worthülsen, die hier gekommen sind und die soll dann diese lauwarme Bundesregierung umsetzen. Meine Damen und Herren, das wird so nicht funktionieren. Das ist ein neoliberaler grüner Kurs. Es ist ein Programm für Bobos, es ist ein Programm für neoliberale Bürgerliche, aber es ist kein Programm für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Das ist ein Programm für wenige Wohlhabende, für wenige Reiche. Die werden mit diesem Regierungsprogramm reicher und wohlhabender. Aber die arbeitende Bevölkerung, auf die haben Sie in diesem Programm völlig vergessen. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, steht daher auch mit in Verhandlungen und kommt am Ende der Debatte zur Abstimmung. Und am Wort ist die Frau Abgeordnete Eva Ernst-Cicic. Frau Präsidentin, werte Regierungsmitglieder samt Vizekanzler, werte Kollegen, Kolleginnen, wertes Publikum. Ja, saubere Umwelt, saubere Politik und soziale Gerechtigkeit waren nicht nur dringend notwendig, sondern die gibt es tatsächlich als konkrete Maßnahmen nur mit den Grünen in einer Regierungsbeteiligung, in diesem Regierungsvorhaben. Und vor allem der zweite Bereich, saubere Politik, scheint mir deshalb von großer Relevanz, weil wir wissen, dass aufgrund der letzten zwei Jahre und blauen Affären und Korruptionsanfälligkeiten hier dringend etwas gemacht werden musste. Unser Transparenzpaket ist deshalb nicht nur sehr ambitioniert, sondern ich würde sagen, das ambitionierteste in der Zweiten Republik. Und gerade hier handelt es sich nicht um den kleinsten Kompromiss, sondern um einen großen, kompromisslosen Wurf. Und das ist auch gut so. Das Amtsgeheimnis fällt. Dafür sind wir Grüne die Garantie. Grün macht genau nämlich hier den Unterschied und es werden nicht nur die Verfassungsartikel aufgehoben, die die verstaubte Amtsverschwiegenheit festschreiben in diesem Land, sondern wir werden auch Information als einklagbares Recht etablieren. Und mit diesem Recht auf Information werden auch NGOs, Bürger, Bürgerinnen, aber auch Journalisten und Journalistinnen erstmals verwertbare Informationen und Antworten erhalten. Und gerade Letztere scheint mir sehr, sehr wichtig, weil wir auch die letzten zwei Jahre es mit Angriffen auf Pressefreiheit in Österreich, in einem europäischen westlichen Land zu tun gehabt haben. Und da müssen wir wieder im internationalen Ranking rauf. Und das freut mich sehr, dass wir hier konkrete Schritte setzen. Wir werden weiters
Wir werden weiters die Pflicht zur aktiven Informationsveröffentlichung verankern. Hier geht es um Studien, um Steuergeld, aber auch Stellungnahmen. Und das bedeutet wiederum die Stärkung nicht nur des Parlamentarismus, sondern der von Ihnen, Herr Leichtfried, erwähnten Rechtsstaatlichkeit. Also freuen Sie sich zumindest an dieser Stelle mit den Grünen mit. Geheime Kredite, auch das ist ganz, ganz wichtig. Geheime Kredite, Goldbahnbunker oder Banknotenverschiebungen gehören ab jetzt der Vergangenheit an. Parteien müssen in Österreich in Zukunft, wie etwa bereits schon die Unternehmen, ihre Vermögen, Schulden, Ein-, aber auch Ausgaben offenlegen. Eine Selbstverständlichkeit, die jetzt unter der Regierungsbeteiligung der Grünen endlich Realität wird. Es ist auch wichtig, richtig wie notwendig, dass der Rechnungshof hier mehr Kompetenzen, mehr Prüfkompetenzen erhält und von 50% auf 25% runter bestattlicher Beteiligung hier auch entsprechend prüfen kann. Und Sie wissen, die Grünen standen nicht nur über 30 Jahre lang für eine kantige Kontrolle hier in diesem Parlament, sondern genau diese Kontrolle hat die letzten 2 Jahre schmerzlich gefehlt. Und deswegen freut es mich besonders, dass diese hier nicht nur eingezogen, sondern auch festgeschrieben ist. Eine liberale, wehrhafte Demokratie braucht Transparenz. Eine liberale Demokratie braucht Informationsfreiheit. Und nur in einer starken Demokratie leben freie Bürger und Bürgerinnen und nicht gläsende Menschen. Und hier von Tarnfarbe zu sprechen, ist wohl, liebe SPÖ, auch ein wenig Tarnung dafür, dass es Ihnen in der Vergangenheit genauso wenig wie am Sondierungstisch nicht gelungen ist, genau diese Dinge so konkret wie die Grünen jetzt entsprechend zu verhandeln. Grün macht den Unterschied und da geht es nicht um Ideologie. Und ein Satz noch zur FPÖ. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig für die sachliche Debatte in diesem Parlament, dass Ihre rechte Demagogen nämlich nicht mehr auf der Regierungsbank sitzen, genauso wie Sie als Gefahrenminister, wie ich immer wieder ins Treffen geführt habe, sondern wir die jüngste, die weiblichste, aber auch die mutigste Regierung dieses Landes haben. Und ich bin zuversichtlich, dass es auch die transparenteste sein wird. In diesem Sinne, Grün macht den Unterschied und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Als nächster Wort Herr Abgeordneter Nikolaus Scherak. Danke, Frau Präsidentin, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren auf der Regierungsbank. Ich möchte Ihnen zuerst einmal allen gratulieren zu Ihrer Bestellung als Ministerinnen und Minister und Ihnen viel Glück für Ihre Arbeit wünschen, auch sehr viel Mut und sehr viel Durchsetzungskraft und insbesondere Überzeugungsdrang. Man kann ja Regierungsprogramme auf ganz unterschiedliche Art und Weisen lesen. Man kann sich anschauen, was konkret drinnen steht und diese Maßnahmen als zu wenig innovativ zum Beispiel kritisieren. Man kann sich anschauen, was gar nicht drinnen steht und sagen, da fehlt was, das ist vielleicht vergessen worden, bewusst ausgelassen oder in irgendeiner anderen Art und Weise unter den Tisch gefallen. Was ich am spannendsten finde, ist, wenn man sich ein Regierungsprogramm so durchliest und sich Positionen von politischen Parteien anschaut und dann merkt, wie im Regierungsprogramm andere Dinge drinstehen. Andere Dinge als die, die man im Wahlkampf versprochen hat. Und wir hören ja in den letzten Wochen immer sehr viel von Kompromissen. Mir geht es allerdings nicht um die Kompromisse, weil es ist ganz nachvollziehbar, dass man in der Politik Kompromisse machen muss und der Kompromiss ist ein wesentlicher Bestandteil der Politik. Die Frage ist, wo man plötzlich diametral andere, komplett andere Positionen einnimmt, als man sie im Wahlkampf versprochen hat und im Rahmen einer Bildung einer Bundesregierung seine grundlegenden, fundamentalen Positionen plötzlich aufgibt. Am spannendsten ist es in dem Regierungsprogramm dort, wo nicht nur eine der beiden Parteien ihre grundlegende Position aufgegeben hat, sondern es beide gemeinsam geschafft haben, etwas, das sie im Wahlkampf versprochen haben, plötzlich zu vergessen. Sie erinnern sich alle
Wie immer in einem Wahlkampf wird versprochen, dass die kalte Progression endlich abgeschafft wird. Und wenn man sich das Regierungsprogramm durchliest, steht dort wieder drin, es soll geprüft werden, ob die kalte Progression abgeschafft werden soll. Ich frage mich dabei immer, was man denn da prüfen soll. Also es ist sehr interessant, jeder weiß, was die kalte Progression ist. Sie versprechen den Österreicherinnen und Österreichern, dass sie entlastet werden. Ich kann den Österreicherinnen und Österreichern sagen, dass das so nicht der Fall sein wird, weil solange sie die kalte Progression nicht abschaffen, solange sie jedes Jahr aufs Neue den Menschen heimlich noch mehr Geld aus dem Geldbeutel nehmen, bringt ihnen die gesamte Steuerreform nichts. Sie können sich die Steuerreform aufmalen und die Menschen in Österreich werden sich die Entlastung wiederum selbst zahlen und am Schluss noch mehr belastet sein, als sie vorher es waren. Das ist der Teil, wo beide Parteien plötzlich was anderes fordern, als sie es ursprünglich gemacht haben. Der Herr Bundeskanzler hat vorher davon gesprochen, dass er nicht will, dass die nächsten Generationen, dass Politik gemacht wird auf Kosten der nächsten Generationen. Und das ist sehr mutig, wenn man das sagt und gleichzeitig in einem Regierungsprogramm zum Thema Pensionen festschreibt, dass das österreichische Pensionssystem sich durch Sicherheit und Klarheit auszeichnet. Es ist sehr spannend, das zu hören, weil es ja insbesondere der Herr Bundeskanzler war in seiner Zeit, ich glaube noch als JVP-Chef oder auch danach, der immer gesagt hat, man braucht eine grundlegende Reform des Pensionssystems, damit das Pensionssystem enkelfit ist. Und gerade bei dieser Bundesregierung, die die meisten Ministerinnen und Minister unter 40 hat, hätte ich mir eigentlich erwartet, dass man auf die zukünftigen Generationen schaut und versucht, das Pensionssystem endlich zu reformieren. Das, was hier vorgeschlagen wird, ist nicht das Beste aus beiden Welten, das ist zukunftsvergessen und das ist ein Schlag ins Gesicht der nächsten und der übernächsten Generation, weil sie gar nichts im Pensionssystem reformieren wollen und das ist eindeutig zu wenig. Herr Vizekanzler, Sie beschwören ja den Kompromiss in den letzten Wochen immer wieder und ich habe schon gesagt, der Kompromiss ist ein wesentlicher Bestandteil der Politik, weil ohne den Kompromiss kann es nicht funktionieren. Aber bei fundamentalen Grund- und Freiheitsrechten, Herr Vizekanzler, macht man keine Kompromisse. Und wenn die Frau Kollegin Ernst Cicic vorher mit den Grünen zur ureigenen moralischen Überheblichkeit hier hinausgegangen ist und erklärt hat, Kontrolle hat es die letzten zwei Jahre im Parlament nicht gegeben. Das, was die Grünen hier unterschrieben haben, ist die ultimative Bankrotterklärung im Zusammenhang mit Grund- und Freiheitsrechten. Sie haben Ihre Überzeugung als Grundrechtspartei für den Einzug in die Ministerien aufgegeben. Es sind, Frau Kollegin Ernst-Schiedl, es sind die Grünen, die der Kickl'schen Präventivhaft jetzt den Boden bereiten. Der Herr Kollege Kickl hat schon gesagt, er freut sich, da gemeinsam zuzustimmen. Sie sind die, die das, was die österreichische Bundesverfassung nicht vorsieht, nämlich jemanden präventiv in Haft zu nehmen, jetzt entsprechend steht die Sicherungshaft. Sie schreiben, dass Sie es menschenrechtskonform haben wollen. Das wollte Herr Kollege Kickl übrigens auch haben. Wissen Sie, was das Problem ist? Es gibt keine menschenrechtskonforme Präventivhaft. Und das haben Sie nicht verstanden. Sie haben sich von der ÖVP über den Tisch ziehen lassen und haben Ihre gesamte Reputation als Grund- und Freiheitspartei entsprechend aufgegeben. Spannend ist, und das ist irgendwie der Höhepunkt der Beschwichtigungsversuche von der Frau Kollegin Maurer, die mir die letzten 1,5 Wochen erklärt hat, ist alles kein Problem. Die Frau Justizministerin Zalic wird im Justizministerium darauf aufpassen, dass unsere Verfassung geschützt wird, dass unsere Grund- und Freiheitsrechte geschützt werden. Und dann werden Sie heute ein Bundesministeriengesetz beschließen, in dem genau diese Teile, diese Kompetenzen vom Justizministerium wieder ins Kanzleramt zurückwandern. Das heißt, was wird passieren? Bundeskanzler Kurz wird gemeinsam mit seinem Innenminister Nehammer eine entsprechende Präventivhaft ausarbeiten. Sie haben hier gar nichts mitzureden und Sie bereiten der Kickl'schen Präventivhaft den Boden auf und zu Recht wird Ihnen Norbert Hofer danach, wie schon am runden Tisch angekündigt, höchstwahrscheinlich den FPÖ-Ehrenorden überreichen, weil Sie bei dieser absurden Idee des Bundeskanzlers hier mitmachen. Und das Ganze ist deswegen so irritierend, weil es ja nicht nur eine Sache im Regierungsprogramm ist. Das ist ja kein Ausrutscher, das ist ja kein Versehen. Sie schreiben weiter, dass Sie jetzt in Zukunft einen verfassungskonformen Bundestrojaner haben wollen. Den Bundestrojaner, den die Grünen immer wieder bekämpft haben. Und das geht immer weiter und bleibt so situationselastisch. Im EU-Wahlkampf ist der Herr Vizekanzler noch auf mehreren Demonstrationen auch gemeinsam mit mir gewesen gegen den Artikel 13, gegen die Uploadfilter. Und die Grünen befürworten mit diesem Regierungsprogramm einen Uploadfilter. Ich bin gespannt, wie Sie das all den jungen Menschen erklären, die gemeinsam mit uns beiden auf den Demonstrationen gegen den Artikel 13 waren, wie Sie den jungen Menschen erklären, wieso Sie jetzt gemeinsam mit Bundesminister Blümel, damals noch als Medienminister, der das ja sehr vorangetrieben hat, das freie Internet abschaffen wollen. Das ist eine Bankrotterklärung der Grünen im Zusammenhang mit Grund- und Freiheitsrechten.
Ich sage Ihnen was, ich könnte das noch langsam machen und ich wiederhole noch einmal, mir geht es nicht darum, wo man einen Kompromiss schließt, weil ein Kompromiss notwendig ist. Aber wenn man seine fundamentalen Überzeugungen für Ministerinnenposten aufgibt, dann sollte man nicht mehr von Kompromissen sprechen. Das war Nicolas Chirac von den Neos. Als nächster kommt ein Regierungsmitglied zu Wort, Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Galerie, zu Hause vor den Fernsehschirmen und Livestreams, werte Kolleginnen und Kollegen auf der Regierungsbank, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete zum Nationalrat. Aus Verantwortung für Österreich, das ist nicht nur der Titel dieses Regierungsprogramms, sondern es beschreibt auch sehr gut das Amtsverständnis des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers und von allen Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir auch sofort die Arbeit in der Bundesregierung aufnehmen. Denn wir stehen vor vielen großen Herausforderungen. Das sieht man nicht zuletzt, wenn man sich ein paar makroökonomische Zahlen ansieht. In Deutschland lag das Wirtschaftswachstum im letzten Jahr 2019 gerade mal bei 0,5% und ist damit am Rand einer Rezession vorbeigeschrammt. Jetzt wird es zwar ein bisschen besser, aber noch immer keine Jubelstimmung. In Österreich sind wir die letzten Jahre besser gewesen als die Deutschen, aber auch da ist die Prognose mit 1,2% Wachstum nicht gerade so, dass man die Hände in den Schoß legen könnte. Der Arbeitsmarkt hat sich stabilisiert, was eine gute Nachricht sein könnte, ist es aber nicht, wenn man sieht, dass die letzten Jahre die Arbeitslosigkeit eigentlich regelmäßig gesunken ist und daher auch hier ein gewisses Alarmsignal. Und international muss man auf Entwicklungen Acht geben im Nahen Osten, genauso wie in Europa, wenn ich mir den Brexit ansehe, der jetzt zwar endlich vollzogen wird, womit dann Klarheit herrscht, was aber auch nicht dazu beitragen wird, dass eine positive Stimmung in der Wirtschaft entsteht. Umso wichtiger ist es, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir in Österreich unsere Hausaufgaben erledigen und uns Spielräume für die Zukunft erarbeiten. Neben meiner Rolle in der Regierungskoordinierung gemeinsam mit dem Vizekanzler habe ich vor allem zwei Schwerpunktbereiche, die ich Ihnen kurz darlegen möchte. Das eine ist der sorgsame Umgang mit dem Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher. Und dazu zählt vor allem auch ein effizienter Ablauf in der Verwaltung und keine neuen Schulden zu machen, bei gleichzeitiger Sicherstellung für notwendige Investitionen. Dieses Nulldefizit, darüber ist ja schon viel gesprochen worden und ich glaube, es war hier im Hohen Haus, dass einmal ein Politiker eine Abwandlung des berühmten Zitats von Jacques Delors gebracht hat. Niemand verliebt sich in ein Nulldefizit. Ich gestehe Ihnen, ich gehöre vielleicht zu den wenigen, die doch einen Hang dazu haben. Aber auch mir ist bewusst, dass das kein Selbstzweck ist. Auch mir ist bewusst, dass es lediglich Mittel zum Zweck ist, um sich Handlungsspielräume zu erarbeiten, um sicherzustellen, dass der Staat genügend Flexibilität aufbringen kann, um in schwierigen Zeiten gegenzusteuern, zum Wohle der Österreicherinnen und Österreicher, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der zweite große Schwerpunkt ist zweifellos die Entlastung der Menschen in Österreich. Ich bin der Meinung, der Staat nimmt den Österreicherinnen und Österreichern noch immer zu viel weg und diese Bundesregierung wird dafür sorgen, dass ihnen am Ende des Tages mehr im Börsel bleibt. Das ist wichtig, das haben wir versprochen, das werden wir halten. Wir werden daher die Abgabenquote Richtung 40% drücken. Wir werden gleichzeitig mit Maßnahmen dafür sorgen, dass den Menschen mehr im Börsel bleibt, wie zum Beispiel die Reduktion der Lohnsteuerklassen von 25 auf 20, von 35 auf 30 und von 42 auf 40%. Darüber hinaus wird der Familienbonus, eine Errungenschaft der letzten Regierung, weiter erhöht von 1.500 Euro auf 1.750 Euro pro Kind im Jahr. Das ist eine Entlastung gerade für jene, die doppelt belastet sind, die arbeiten gehen und Kinder haben. Und, weil schon angesprochen worden ist, gerade für Alleinverdiener und Alleinerziehende mit geringen Einkommen werden wir den Kindermehrbetrag ebenfalls erhöhen von 250 auf 350 Euro
pro Kind und damit genau dem entgegentreten, was uns die Opposition vorgeworfen hat. Es stimmt nämlich nicht alles, was Sie heute hier gesagt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen Österreich auch attraktiv für Investitionen machen, für Investitionen in Unternehmen, in neue Projekte, denn das ist wichtig, um neue, gute Arbeitsplätze in diesem Land zu schaffen. Und daher freut es mich, dass wir mit Maßnahmen wie beispielsweise der Reduktion der Körperschaftssteuer von 25% auf 21% wesentlich dazu beitragen können, dass der Standort attraktiver wird. Genauso werden wir das Investitionserfordernis beim Gewinnfreibetrag von 30.000 auf 100.000 Euro erhöhen und damit vor allem den vielen kleinen Unternehmen, den Einpersonenunternehmen und den KMUs die Möglichkeit geben, mehr davon zu profitieren, was sie hart erarbeiten. Das ist richtig, fair und gerecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir in diesem Regierungsprogramm von Nachhaltigkeit sprechen, dann meinen wir damit nicht nur Klima- und Umweltschutz, sondern auch Nachhaltigkeit in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Es gibt kaum ein besseres Konzept als die ökosoziale Marktwirtschaft. Und ich kann mich erinnern, dass auch Werner Kogler bereits im Wahlkampf gemeint hat, das könnte ein Bereich sein, wo sich ÖVP und Grüne treffen. Und das haben wir ja getan, wie Sie im Regierungsprogramm nachlesen können. Und dieses Konzept besteht wesentlich aus drei Säulen, wovon die fundamentalste und erste eine leistungsfähige und wettbewerbsfähige freie Marktwirtschaft ist, die Gewinne erwirtschaftet, die danach umverteilt werden können in die zweite Säule, nämlich den sozialen Ausgleich, und die dritte Säule, die ökologische Nachhaltigkeit. Daher haben wir auch im Regierungsprogramm festgeschrieben, dass wir eine ökologische Steuerreform erarbeiten werden. Wir wollen damit Klima- und Umweltschutz mit der Bevölkerung und der Wirtschaft und nicht gegen den Standort machen. Das wird dadurch sichergestellt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Finanzminister vielleicht ein Wort zur Lieblingsanlageform der Österreicherinnen und Österreicher, nämlich dem Sparbuch. Rund 40% des privaten Geldvermögens steckt in dieser Anlageform, was momentan ein gewisses Problem darstellt, denn wir wissen, dass durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank in den letzten Jahren, die sich voraussichtlich auch in den nächsten Jahren nicht ändern wird, diese Vermögen real schrumpfen. Und das kann es wirklich nicht sein. Hier müssen wir massiv gegensteuern und deswegen wollen wir in dieser Bundesregierung auch dafür sorgen, dass die Berührungsängste, die es in Österreich immer noch dem Kapitalmarkt gegenüber gibt, sukzessive abgebaut werden, damit alle Österreicherinnen und Österreicher davon profitieren können, wenn es der Wirtschaft gut geht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zum sorgsamen Umgang mit Steuergeld gehört auch eine effiziente Verwaltung. Und bereits bei der Amtsübernahme im Ministerium habe ich mich ausdrücklich dafür bedankt, dass es diese gibt und dass die vielen Expertinnen und Experten im Finanzministerium wirklich täglich ausgezeichnete Arbeit für alle in diesem Land leisten. Ich möchte mich hier ausdrücklich nochmals bedanken bei meinem Vorgänger Eduard Müller, der das exzellent gemacht hat in der Übergangsregierung. Ein großes Danke an ihn und die gesamte Übergangsregierung. Und ich freue mich umso mehr, dass Experten wie er weiterhin in der Verwaltung tätig sind. Ein großes Danke dir, lieber Edi Müller, von dieser Stelle. Ein Blick auf die europäische Ebene zeigt, dass wir auch hier intensiv an die Arbeit gehen müssen. Als ehemaliger EU-Minister ist mir auch Budgetdisziplin in Europa wichtig. Deswegen werden wir bei den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen darauf achten, dass auch das hier eingefordert wird. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass es klare und transparente Regeln beim Stabilitäts- und Wachstumspakt gibt, sowie auch Sanktionen bei Nichteinhaltung. Ich habe mich da sehr geärgert und wir haben das auch als Europäische Union immer vorgehalten bekommen. Wir haben letztes Mal in der Bundesregierung auch eine Westbalkankonferenz gemacht mit jenen Staaten, die Mitglied werden wollen in der Europäischen Union. Und wir haben sie gefragt, ihr wisst genau, was die EU von euch möchte, was wollt ihr denn von der Europäischen Union? Und es war sehr interessant, was da als Rückmeldung gekommen ist. Die haben nämlich einstimmig gesagt, es wäre super,
wenn ihr die eigenen Regeln, die ihr euch selbst gegeben habt, einhalten würdet, wenn ihr gleichzeitig von uns verlangt, diese Regeln einzuhalten, wenn ihr beitreten wollt. Und das gilt speziell für den Stabilitäts- und Wachstumspakt und für die Verschuldungsquoten. Darauf werden wir Wert legen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weiters wollen wir auf europäischer Ebene dafür kämpfen, dass auf europäischer Ebene eine Besteuerung der digitalen Großkonzerne möglich ist. Wir haben in der letzten Bundesregierung in Österreich eine solche Digitalsteuer eingeführt. Und das ist nur gut und gerecht, denn es kann nicht sein, dass multinationale Konzerne, die Milliarden Umsätze machen, wie Facebook, Google, Amazon etc., dass die faktisch weniger Steuer zahlen als der Kreisler ums Eck in Österreich. Es ist nur ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit für alle Steuerzahlerinnen und Österreicher, wenn wir das umsetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen also, nicht nur im Finanzministerium, in der gesamten Bundesregierung gibt es hier viel zu tun. Wir werden schnell, aber auch demütig und mit viel Verantwortungsbewusstsein an diese Arbeit gehen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Hohen Haus in dieser Legislaturperiode. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Finanzminister Gernot Blümel, Umwelt- und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler von den Grünen wird nun das Wort ergreifen. Bitte, Frau Ministerin. Danke sehr, Frau Präsidentin. Werte Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung, wertes Hohes Haus, liebe Zuseher und Zuseherinnen zu Hause vor den Fernsehschirmen bzw. im Livestream. Heute ist ein historischer Tag. Es wurde zitiert, nicht für mich persönlich vielleicht auch, aber darum geht es nicht. Ein historischer Tag für die Grünen, auch darum geht es mir jetzt nicht primär. Es geht darum, dass wir mit diesem Klima- und Umweltprogramm im Regierungsprogramm dieser Bundesregierung tatsächlich einen historischen Tag auch feiern können, aus meiner Sicht, was den Klima- und Umweltschutz in Österreich betrifft. Und ich freue mich deswegen sehr, dass ich Ihnen diesen Teil des Regierungsprogramms heute auch vorstellen darf. Denn wir haben uns viel vorgenommen, nicht mehr und nicht weniger als die zentralen Herausforderungen unserer Zukunft auch anzugehen, anzupacken und Verantwortung zu übernehmen für ein klimaneutrales, für ein ökologisches, aber auch für ein gerechtes und wirtschaftlich zukunftsfähiges Österreich. Und Klimaneutralität bis 2040, das ist das Ziel, das wir uns in diesem Regierungsprogramm gestellt haben. Das ist tatsächlich eine Größenordnung und eine Herausforderung, die aber der historischen Verantwortung, vor der wir stehen, glaube ich, angemessen ist. Es wurde heute schon vielfach zitiert, in Australien brennt ein Kontinent, mittlerweile auf der Fläche Österreichs. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen, wir müssen uns nur an den letzten Sommer erinnern. Die Hitzewellen, die Murenabgänge, die großen Schäden in der Landwirtschaft, die Klimakrise ist in Österreich angekommen. Auch deswegen brauchen wir den Mut und die Entschlossenheit im Handeln, den dieses Regierungsprogramm auch vorsieht, um dieser Krise zu begegnen. Und es ist Freitagmittag. Nicht weit von hier stehen wieder junge Menschen auf der Straße, um sich für ihre Zukunft einzusetzen. Aber die Verantwortung für diese Zukunft, die Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft in Österreich, die tragen wir hier gemeinsam. Und es sind wir, die diese Transformation, die diesen Veränderungsprozess auch gestalten werden. Aber ich schaue gern zu den jungen Menschen, weil wir werden ihre Kraft, ihre Beharrlichkeit, ihre Energie, auch ihren Mut zur Gestaltung und ihren Willen zur Veränderung brauchen, um gemeinsam auch dieses Programm umzusetzen und um basierend auf den wissenschaftlichen Fakten dem gerecht zu werden, was unsere historische Verantwortung in dieser Situation ist. Und dieser Verantwortung möchte sich diese Bundesregierung stellen. Und ich freue mich sehr, auch persönlich Teil davon sein zu dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für entschlossenes Handeln für den Klimaschutz selten so gut waren wie jetzt, was auch die gesellschaftliche Unterstützung betrifft. Und jetzt ist es deswegen so wichtig, dass wir gemeinsam mit den Menschen im Bund, in den Ländern, in den Gemeinden, in die Umsetzung kommen, den Klimaschutz. Und es ist mir besonders wichtig, heute auch hier zu sagen, es ist kein Verzichtsprogramm, es ist ein Programm der Chancen. Das ist ein Programm für ein Mehr an Lebensqualität, für ein Mehr an sauberer Luft, für ein Mehr an Freiraum, ein Mehr an Gesundheit, ein Mehr an Gerechtigkeit und ja auch ein Mehr an wirtschaftlichen Chancen.
Und deswegen freut mich, dass insbesondere auch das Kapitel was zur Industrie und Wirtschaft in unserem Regierungsprogramm den Klimaschutz tatsächlich als Innovationsschub und als Erstellung einer zukunftsfähigen Basis gerade auch für unsere Industrie und Wirtschaft nützt, weil Klimaschutz ist die Chance, uns auch zukunftsfähig auszurichten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz explizit auch eine Einladung zum Dialog aussprechen. Eine Einladung zum Dialog, denn Österreich 2040 ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, wo viele innovative Unternehmerinnen und Unternehmer dabei sind, aber dass wir auch gemeinsam und im Dialog mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entwickeln müssen, die diese Transformation gemeinsam begleiten werden. Klimaneutralität 2040, ich habe es schon gesagt, ist das als Ziel ein Herzstück dieses Regierungsprogramms. Mit diesem Ziel ist es unsere Ambition, an die Spitze des europäischen Klimaschutzes zu gelangen. Wir werden dementsprechend uns auch auf europäischer Ebene intensiv einbringen und die Bemühungen der EU-Kommission jetzt auch zur Anpassung der Zielsetzungen im Klimaschutz 2030, 2050 unterstützen, um auch Europa auf einen Kurs Richtung Erfüllung des Pariser Klimaabkommens zu bekommen. Aber Ziele sind wichtig, mindestens ebenso wichtig sind konkrete Maßnahmen. Deswegen erlauben Sie mir noch kurz, ein paar der konkreten Maßnahmen in diesem Regierungsprogramm Ihnen auch vorzustellen. Die ökologisch-soziale Steuerreform, sie wurde erwähnt, ist ein zentrales Anliegen. Deswegen möchte ich gerne noch einmal kurz darauf eingehen. In zwei Schritten haben wir sie uns vorgenommen, 2021 mit 6 sehr konkreten Projekten, die im Regierungsprogramm schon angekündigt sind, wo es darum geht, an zentralen Stellschrauben im Steuersystem auch sicherzustellen, dass klimaschonendes Verhalten sich lohnt, dass klimaschonendes Verhalten das ist, was sich rechnet. Und in einem zweiten Schritt, der jetzt gemeinsam erarbeitet wird, die Bepreisung von Emissionen anzugehen und mit Ausgleichsmaßnahmen natürlich für Wirtschaft und Private, weil es geht darum, auf regionale Unterschiede, auf soziale Unterschiede auch angemessen berücksichtigen und diese Steuerreform, diese ökologisch-soziale Steuerreform gut und gemeinsam auf den Weg zu bringen. Wir haben ein Klimaschutzgesetz vor, wir haben den Klimacheck vor, das heißt Klimaschutz auch zu einem zentralen Entscheidungskriterium im Gesetzgebungsprozess zu machen. Es gibt im Bereich des Klima- und Energieprogramms zahlreiche horizontale Maßnahmen, die auch unsere Zusammenarbeit, denke ich, in diesem Bereich deutlich verbessern können. Ich möchte noch zum Bereich der Mobilität und dann Energie und noch abschließend kommen. In der Mobilität haben wir uns, glaube ich, besonders viel vorgenommen. Freut mich auch, dass das positiv heute bereits aufgegriffen wurde. Einerseits geht es darum, die strategischen Grundlagen zu schaffen für die Weiterentwicklung des Mobilitätssystems. Herzstück dafür, Mobilitätsmasterplan 2030. Da geht es um eine strategische Neuausrichtung des Mobilitätssystems in Richtung auch auf die Erreichung der Pariser Klimaziele. Komplettiert mit einem Masterplan Güterverkehr, weil tatsächlich ist das eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Der Kern aller unserer Überlegungen ist aber eine leistbare und eine umweltfreundliche Mobilität für alle in der Stadt und auch in den ländlichen Regionen. Und um dies zu erreichen, 2 zentrale Bereiche, einerseits der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Schieneninfrastruktur als Rückgrat des umweltfreundlichen öffentlichen Verkehrs attraktiv weiterzuentwickeln, die ÖFI-Milliarden für den städtischen als auch für den ländlichen Raum wurden ja bereits vielfach zitiert, das bereits gute ÖFI-Angebot weiter auszubauen ist ein zentrales Anliegen, aber wir wollen auch das Angebot verbessern und die Taktung verbessern unter dem Titel garantiert mobil und das tarifliche Angebot verbessern, ein günstiges, ein österreichweites Jahresnetzticket. Mit diesem 1-2-3-Ticket wollen wir eine langjährige verkehrspolitische Forderung auch umsetzen und damit den öffentlichen Verkehr in Österreich noch deutlich attraktiver machen. Wir haben in Österreich ein sehr gutes Angebot, aber wir haben auch eine Benchmark, das sind unsere Nachbarn in der Schweiz und da lohnt es sich hinzuschauen und auch in diesem Sinn das öffentliche Angebot für alle in diesem Land mit einem Mehr an Lebensqualität weiterzuentwickeln.
Auch für die aktive Mobilität findet sich einiges im Regierungsprogramm. Eine Fahrradoffensive, das Zu-Fuß-Gehen, Barrierefreiheit sind alles wichtige Themen in der umweltfreundlichen Mobilität. Aber natürlich auch im Straßenverkehr gilt es, Richtung Dekarbonisierung, Richtung Umstieg auf erneuerbare Energieträger, alternative Antriebe, große Schritte machen. Und große Schritte machen heißt auch, die Verwaltung möchte es vorzeigen. CO2-neutrale, klimaneutrale Verwaltung ist ein großes Thema in diesem Regierungsabkommen mit einer Vielzahl an Maßnahmen. Und ich denke, da haben wir wirklich Möglichkeiten, gerade auch im Schlüsselthema Mobilität voranzukommen und die nächsten Schritte Richtung Emissionsfreiheit zu machen im ganzen Sektor der Mobilität. Im Bereich des Güterverkehrs, den möchte ich auch noch kurz erwähnen, wir wollen Initiativen zu mehr Kostenwahrheit auf nationaler und EU-Ebene setzen, Spielräume zur Ökologisierung nutzen. Gerade was den Transitverkehr, ganz ein wesentliches Problem in Österreich und wesentliches Thema in Österreich betrifft, diese Menschen, die tagtäglich davon betroffen sind, auch deutlich zu entlasten. Auch vor dem schwierigen Hintergrund oder vor dem schwierigen Markthintergrund die Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf die Schiene ein zentrales Thema dieses Regierungsprogramms. Und auch abseits der großen Transitrouten wollen wir Maßnahmen setzen, um Logistik und einerseits die heimische Güterverkehrs- und Logistikbranche zu stärken, aber andererseits auch neue, innovative, experimentelle Lösungen zu entwickeln, um das auch innovativen Konzepten einen Raum zu geben. Und zu den letzten beiden Punkten, ich habe ja die Ehre, dann ein Ministerium so Ihrer Zustimmung heute auch zum Bundesministeriengesetz zu leiten, das neben Verkehr, Innovation, Technologie auch die Bereiche Klimaschutz, Energie und Umwelt beinhalten wird und damit wirklich ein Ressort in dieser Regierung sein wird, das für den Klimaschutz einige der zentralen Stellhebel sektorübergreifend auch zusammendenken und anwenden kann, worauf ich mich sehr freue. Aber Kernstück in diesem auch neuen, in diesem dazukommenden auch Energiebereich wird sicher die Nachfolgeregelung fürs Ökostromgesetz sein, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir starten hier in Österreich von einem guten Stadium, aber wir haben viel vor uns. Ich glaube, ich muss insbesondere den Energiesprechern und Energiesprecherinnen der Parlamentsparteien, den Klimaschutzsprecherinnen und Sprecherinnen nicht näher erläutern, dass das Ziel, das wir uns hier gesetzt haben, nämlich 27 Terawattstunden Ausbau erneuerbarer Energien, ein ambitioniertes ist, eines, das uns zum raschen Handeln bewegen wird und rasches Handeln braucht, aber eines, das wirklich Chancen hat und das, wofür es in der Bevölkerung wirklich eine massive Unterstützung kriegt. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass wir weg wollen vom Stop and Go in der Förderung zum laufenden Ausbau, gerade was die Photovoltaik betrifft, das 1 Million Dächer Photovoltaikprogramm, da können wir den Klimaschutz wirklich nah am Menschen, nah an unseren, an den Österreicherinnen und Österreichern weiterentwickeln, weil da sind viele jetzt schon dabei und es gibt großes Potenzial, dass sich hier mehr Menschen beteiligen über erneuerbare Energiegemeinschaften, über ihre Photovoltaikanlage am Dach. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Hebel auch, um den Klimaschutz ganz nah zu den Menschen zu bringen. Und da freue ich mich auf die Zusammenarbeit auch mit Ihnen in dieser Entwicklung dieses Gesetzes, das wir rasch auch ins Hohe Haus bringen wollen. Wir haben neben einem neuen Energieeffizienzgesetz mit verbesserten Kriterien